Also, dass sie früher 6 bis 8 Zigarren pro Tag geraucht haben. Heute sollen es nicht etwa 3 sein. Ab morgen gilt das Rauchverbot. Was machen Sie ab morgen? Es wird bei 3 bleiben. Sie rauchen weiter? Ich werde weiter rauchen nach entsprechenden Bestimmungen, dort wo ich darf. Mhm. Und dort wo man eben nicht mehr darf, werde ich halt auch darauf verzichten. Fühlen Sie sich stark eingeschränkt? Nein. Aber dann ist ja gar kein Problem. Wieso machen wir dann die Sendung? Das sind Rauchverbot kein Problem ist. Es sind natürlich andere, die eingeschränkt sind. Vor allem. Es sind die Wirte, es sind die Raucher, die nicht mehr dürfen rauchen, die wegen Beiz gehen und etwas Gutes essen. Und dürfen eine Zigarette anzünden oder eine Zigarre. Ich kann damit leben, aber es sind viele andere, weil ich habe mein Einzelbüro, ich habe eine Vorzugsposition. Aber es sind natürlich Haufen Leute, die betroffen sind. Wo eingeschränkt werden? Wo eingeschränkt werden. Sie. Spricht gegen den Schutz von der Nichtraucher, von der Passivraucher. Ich persönlich finde das Ganze grundsätzlich falsch, weil ich finde, das Restaurant ist nicht ein öffentlicher Raum. Also 95% der Restaurants sind in Privatbesitz und ich bin der Auffassung eigentlich, dass man das in privaten Liegenschaften so regeln können, wie man will. In öffentlichen Räumen sieht es anders aus. Wenn die SBB ein Rauchverbot macht, dann habe ich zwar auch nicht Freude gehabt, aber das ist die Sache der SBB. Ich finde, der Staat mischt sich da zu fest in die Privatsphäre ein. Trotzdem, wir haben jetzt im Parlament die Vorlage hatte. Es ist ein Kompromiss errungen worden. Ich muss sagen, errungen, es war ja lang hin und her. Am Schluss hat man gesagt, auf diese Mindestlösung einigt man sich. Und es gehört jetzt eben zu der schweizerischen Eigenart, Herr Piller, dass eben Kantone auch ihre Freiheiten haben. Und wenn ein Kanton sagt, ich will noch ein bisschen weitergehen, dann darf er das nach dem Gesetz, ob das ideal ist oder nicht. Ich glaube, die Stärke der Schweiz ist nicht drin gelegen, dass man immer alles zentralisiert und vereinheitlicht hat. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, mit dem Kompromiss, den wir jetzt leben können, auch wenn es mir nicht passt, aber der anderen Seite passt ja auch nicht alles und man hat sich da irgendwo können. Was das bringt. Das bringt eine riesige Bürokratie. Nee, ich war gestern bei einem Wirt, wo ich seit Jahren immer wieder gegangen esse. Der wollte ein Fumoir machen. Dann hat es geheissen, nein, das sei zu gross. Dann hat er gesagt, gut, also, dann machen wir es kleiner. Jetzt muss er die Wand irgendwie quer durch den Raum durchziehen. Dann gesagt, dann mache ich das so. Dann haben sie gesagt, gut, aber dann ist die Lüftung nicht mehr gut, wenn es nur der hintere Teil ist vom Raum und so weiter. Das sind Kosten für einen Wert von 100'000 Franken, genau die sich an das Gesetz halten. Das ist genau eure Lösung, was das bringt. Das Bundesgesetz im Gegenteil, es sind Ihre Aktivitäten, dass der Wirt eben nicht sicher ist. Gilt das, was heute gilt, in 5 Jahren auch noch? Es ist eine Rechtsunsicherheit da. Und es ist einfach nicht in der Ordnung, wenn Sie privaten Unternehmer so ins Zeug hineinpfuschen. Letztlich ist es ja als Konsument auch meine eigene Entscheidung, wo ich hingehe, ob ich in ein Restaurant gehe, wo geraucht wird oder nicht, ob ich in ein vegetarisches Restaurant gehe, in eins, wo kein Alkohol ausschenkt, in eins, wo Alkohol ausschenkt, in eins, wo laute Musik hat und eins, wo nicht hat. Also bitte, das ist doch jeder selber erwachsen. Das Gesetz mehr oder weniger, auch die Tabakindustrie mehr oder weniger geschluckt. Man hat gesagt, das ist eine demokratische Lösung. Und da haben wir gemeint, damit ist jetzt passiert. Und jetzt kommt die Lungenliga und wird es noch verschärfen. Das ist Zwängerei. Das ist, wurde ganz offen sagen, in meinen Augen eine Zwängerei. Und jetzt kommt natürlich die Gegenreaktion von der IG Freie Schweizer Wirte, die sagt, jetzt, wenn die Lungenliga noch drüber rausgeht, wenn wir das ganze Ding wieder zu Fall bringen. Jeder wird sonst selber können entscheiden, was er macht. Das ist auch meine Meinung. Wir haben jetzt vor 500 Jahren hat der Kolumbus den Tubak gebracht nach Europa. Und 500 Jahre lang haben wir mehr oder weniger mit gut zusammengelebt. Nichtraucher und Traucher, oder? So ist es. In der Klima ist schon... Ja, Beizer, Mitglied von der Bronco. Dass Sie den Lohn auch nicht bekommen, Mehrwertsteuer etc. Als Beizer. Als Beizer. Mhm. Wir haben einen Gastro Suisse, der uns dieses Jahr 5 Wochen Ferien auferlegt hat, Minimallohnsummen aufgetan hat, wo ich finde, es ist Zeit und Recht, dass das passiert ist, weil wer im Gastgewerbe arbeitet, hat einen strengen, einen tollen Job, der viel abverlangt, mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. Aber wir haben ihn weitergeraucht. Ich lasse weiter rauchen, mir ist doch das Gleiche, die sollen mit Kisten gehen. Der Nichtraucher, der braucht nicht so mehr in die Beizeichen zu kommen. Ich habe vor dieser ganzen Misere habe ich ein wunderbares rustikales Säle gehabt. Super belüftet, rauchfrei. Und ab den 11 hat man vorne in die Beiz führen können, weiter rauchen. Gäste haben das super gefunden. Die Raucher, die 30% ja offensichtlich, die zahlen uns die Miete, die zahlen uns die Löhne, die zahlen uns eigentlich alles. Die Nichtraucher, die 70% habe ich keinen einzigen eigentlich gesehen, seit dem Juni letztes Jahr, was im Kanton Bern ist. Und das Werkzeug, für das wir die ganzen Sachen können zahlen können, das nimmt man uns immer mehr, nimmt man uns einen Schraubenzieher und eine Zange, nimmt man uns weg, dass wir die Leistungen alle können erbringen können, oder? Bei Ihnen in der Beiz hängt ja ein Bild,
mehr an der Nase zu nehmen, du Rostschaden machen und ich tue nicht Nichtraucher rausgehen aus unserem Lokal. Ja, aber die sagen, ich weiss einfach, sie sind nicht da. Und die Nichtraucher hocken heute im stinkenden Fumoir drin. Das sind in der Gesellschaft die, die kommen, die, die nicht rauchen, wie ich seit 10 Jahren rauche ich nicht mehr. Und Freude daran, geniessen das so, in einem rauchfreien Raum zu lassen. Aber lasst uns das Werkzeug zum Arbeiten. Die Nichtraucher, die in einem 18 Quadratmeter Raum hocken, bei den Rauchern, weil die Beiz ist leer. Die 70%, die wir frei haben für die Nichtraucher, die ist gänzlich leer. Ja, das mag sein, das bin ich alltag dran, mir an der Nase zu nehmen, Rostschaden machen und ich tue nicht Nichtraucher rausgehen aus unserem Lokal. Ja, aber die sagen, ich weiss einfach, sie sind nicht da. Und die Nichtraucher hocken heute im stinkenden Fumoir drin. Das sind in der Gesellschaft die, die kommen, die, die nicht rauchen, wie ich seit 10 Jahren rauche ich nicht mehr. Und Freude daran, geniessen das so, in einem rauchfreien Raum zu lassen. Aber lasst uns das Werkzeug zum Arbeiten. Nicht so in dem Fall, weil von diesen 100'000 Serviceleuten, die im Gastgewerbe arbeiten, wie der Herr Biller vorhin gesagt hat, rauchen etwa 95'000, oder? Nicht so in dem Fall, weil von diesen 100'000 Serviceleuten, die im Gastgewerbe arbeiten, wie der Herr Biller vorhin gesagt hat, rauchen etwa 95'000, oder? Ich sollte einen Arbeitsplatz, einen rauchfreien Arbeitsplatz machen für einen Koch, für drei Serviertöchter und einen Hilfskoch, wo beide alle über 2 Päckchen Zigaretten rauchen im Tag. Oder? Das ist ja toll. Ist das, also einfach zu sagen, bei mir wird einfach weitergereicht, Herr Juillard. Sie umgehen ja das Rauchverbot in Basel, indem Sie aus den Beizen Verein machen und man kann Vereinsmitglied werden. Das ist nicht gerade demokratisch, oder? Wenn das Gesetz so unterläuft. Demokratieverständnis haben wir das Richtige und das Historische. Demokratie ist nicht einfach schwarz und weiß. Es ist nicht auf der Mehrheit, die sagt, was die Minderheit muss machen. Und damit hat sich sonst haben wir Zustände wie in Frankreich und in Deutschland, wo einfach einmal so, einmal so. Nein, wir haben ein System, wo 47% für das Weiterrauchen gewesen sind und 53% sind dagegen gewesen. Und wir sind der Meinung, dass bei rund 60% von Nichtrauchern in der erwachsenen Bevölkerung eine Nische muss bleiben für die Raucher. Und das ist das, was wir wollen. Wir wehren uns mit rund 50'000 Mitgliedern, die eine Demonstration sind vom Verdruss von der Bevölkerung in die Verbotsgesellschaft. Es muss doch nicht einfach immer alles radikal verboten werden. Man kann doch Schritt für Schritt leitend vorangehen. Bei allem Respekt für den Nichtraucherschutz, den respektieren wir nach der Bundesregelung. Aber es muss doch nicht einfach jetzt plötzlich radikal alles fertig sein. Denn das mit den unbedingten Fumoirs, das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben in Basel über 800 Restaurants. Es ist, glaube ich, ein Dutzend Fumoir-Gesuche eingereicht worden. Die Hälfte sind bewilligt worden. Die anderen haben irgendwann einmal die Waffen strecken, wie schon gesagt worden, ist viel zu teuer. Also es funktioniert nicht. Letztlich haben wir mit diesen unbedingten Fumoir-Regelungen haben wir ein komplettes Rauchverbot in der Beizenszene. Und das ist das, wo wir uns im Übrigen aus den gleichen Gründen wie der Freie Wirte wären. Es ist der blanke Untergang von der Beize. In Deutschland hat man die Kneipen schon wieder zu Rauchlokal bewilligt, weil man gesagt hat, sonst gehen die unter. Okay. Es sind normale Kontrollen, die im Baudepartement zustehen. Und die Leute stellen sich aber nicht unbedingt vor, aber sie sagen es meistens nachher. Sie kommen rein, sitzen ab, ich hätte gerne ein Bier. Und dann heisst es, haben sie ihre Mitgliederkarte da, sagt der Test bestanden, gut, und geht wieder raus. Das ist absolut legitim und legal, das ist gar nichts dagegen einzuwenden, das mit der Spitzel ist. Journalismus. Sie, was Sie uns hier auftischen haben. Also erstens einmal, es behauptet ja niemand, dass Rauchen etwas Gesundes ist. Aber es ist die Freiheit von jedem Einzelnen, einmal etwas Gesundes zu machen oder einmal etwas Ungesundes zu machen. Also wenn ich nur noch die Sachen dürfte machen im Leben, die sehr gesund sind und sehr gescheit sind und so weiter, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Freude, wie ich jetzt habe. Zweitens, es ist ja jetzt eine Regelung getroffen worden auf Bundesebene, wo man gesagt hat, man will den Mindeststandard, dass Nichtraucher in einem Lokal einen Raum haben, wo nicht geraucht wird, wenn sie sich stört oder wenn sie aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen sind, wie sie den Rauch nicht vertragen. Die Regelung haben wir ja, die gilt, die tritt ja ab morgen in Kraft. Und wenn Sie jetzt kommen und sagen, 79% oder was von den Leuten rauchen nicht, jetzt muss man das überall verbieten, das ist ja grauenhaft.
Also da schüttelt es mich als liberaler und demokratischer Mensch. Muss ich Ihnen sagen, das ist doch schön in unserem Land, dass man verschiedene Meinungen dürfen haben, verschiedene Lebensformen dürfen pflegen, dass man verschiedene Interessen dürfen haben. Sie können ja auch sagen, 80% der Leute interessieren sich für moderne Kunst, das müssen wir jetzt verbieten. Das ist doch vollkommen absurd. Es behauptet ja niemand, dass Rauchen etwas Gesundes ist. Aber es ist die Freiheit von jedem Einzelnen, einmal etwas Gesundes zu machen oder einmal etwas Ungesundes zu machen. Also wenn ich nur noch die Sachen dürfte machen im Leben, die sehr gesund sind und sehr gescheit sind und so weiter, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Freude, wie ich jetzt habe. Und die haben wir ja. Ja, aber Sie sehen ja, das wird unterlaufen. Das es werden Vereine gegründet, die illegal sind. Nein, also, aber da müssen wir jetzt aufpassen. Leute. Es ist in diesem Land erlaubt, einen Verein zu gründen. Ja. Und es ist in diesem Land erlaubt, Immobilien zu haben. Und wenn man einen Verein gründet und eine Immobilie hat, die nur für die Vereinsmitglieder zugänglich ist, dann ist das wirklich nichts illegal. Es tut mir leid. Also, und es ist auch nicht verboten, einen Verein mit 50'000 Leuten zu haben. Ich bin nicht aber ich kann Ihnen eins sagen. Im Parlament für die Lösung gekämpft haben, die wir jetzt haben. Ich finde, es ist ein Verdienst von der Nichtraucherlobby, dass wir jetzt rauchfreie Restaurants haben, Speiserestaurants haben. Das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass Leute, die nicht wollen, in einer rauchgeschwängerten Atmosphäre arbeiten, dass das können. Aber ich habe mich ganz fest dafür eingesetzt, dass es weiterhin möglich ist für Raucher. Und es geht einfach so 25-35% Raucher, dass die sich irgendwo treffen können in einer Beiz. Und das geht einfach nicht in mein liberales Hirn rein, dass das nicht möglich sein soll, dass man ein paar Beizen hat, wo einen Wehr kann sagen, da rein wird geraucht. Dann müsst ihr das gross anschreiben lassen. Und niemand, der nicht will rauchen und niemand, der will eine saubere Luft haben, muss da reingehen. Und da geht einfach nicht in mein Hirn rein, dass das nicht möglich sein soll. Ich denke einfach, natürlich gibt es Beizen, die gefördert sind, aber zum Beispiel bei uns auf dem Land, im Appenzellerland, wir haben viele so Beizen. Da können wir jetzt 9 Uhr essen und dann wird geraucht. Dann können wir jetzt am Nachmittag essen und dann wird geraucht. Und wenn sie die Kunden alle nicht mehr haben, dann gehen die Beizen zu. Und das sind teilweise Beizen, die seit Generationen geführt werden. Und das ist doch einfach schade. Und sie sagen, ich begreife den Arzt, der Lungenkrankheit sieht. Und ich finde das auch gut. Jeder, der hört, raucht, ist ein Gewinn, das ist klar. Aber wir müssen doch davon ausgehen, dass es einfach Leute gibt, die rauchen. Und ein Punkt, denke ich mir auch, ist überhaupt nicht... Was Sie ergibt Ihnen Antwort, wenn Sie gerade den Arzt ansprechen, den Lungenspezialist, Herr Klingler? Ja, kämpft, aber die Lungenliga will ja das nicht. Und der Fanatismus, der religiöse Eifer, dass man die letzte irgendwie überdacht Zellen, wo irgendein 2-3 können zusammen eine Zigarette rauchen, auch noch will ausmerzen, das finde ich so verrückt. Das sind doch nicht Probleme, die wir von dem Land haben. Und wenn Sie vorher gesehen haben, wie mit der Energie, die hier diskutiert wurde, dann denke ich, hey, Mann, sind wir ein glückliches Land, wenn das unsere Probleme sind. Warum kann man nicht ein kleines Beißchen, wenn wir es jetzt gemacht haben im Parlament, einfach in Zukunft führen als Raucherbeißel. Und muss gerne niemand reingehen, der nicht rauchen will. Aber die Diskussion. Das letzte einzige Argument, das Sie noch haben, das sind die Angestellten in der Gastronomie. Da sagen Sie von 50'000 oder 40'000, die geschädigt werden vom Passivrauch. Das ist ja gar nicht dokumentiert. Wir reden von ein paar hundert im Jahr. Wir reden von ein paar hundert im Jahr. Wieso machen Sie so ein Theater weg, ein paar hundert im Jahr? Ein paar hundert. Herr Villiger, wir haben heute 450 Verkehrstoten im Jahr. Ja, und wir machen alles um die Autos zu setzen. Es ist ja dokumentiert, dass die Leute bitte. Der für alle Leute. Wir haben mal einen Betriebsrat gesagt, sie wollen die Kantine sollte unterteilt werden in zwei Bereiche. Rauchbereich und Nichtrauchbereich. Nach 14 Tagen haben sie die Wand wieder weggenommen und gesagt, wir wollen wieder alle miteinander. Es ist gemütlicher.